Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Wir haben es irgendwie zurückgeschafft und müssen... Wo müssen wir jetzt hin? Ich hab's vergessen. Nach unten, okay. Empfang. Wir haben es irgendwie geschafft, von den bösen Wachmännern, die das Ganze übernommen haben hier, den Schutz quasi, in Anführungsstrichen, den Schutz des Festes, weil die wollen natürlich überhaupt nichts schützen. Die wollen ja, meiner Meinung nach, über den Champagner die Leute vergiften. Aber irgendwie hat es der Jensen, also wir, unserem Chef, den anderen noch nicht mitgeteilt. Okay, ich bin jetzt in der Empfangshalle. Sichtkontakt zu einigen Wachen, aber kein Hinweis darauf, wer die Codekarte hat. Tja, das werden Sie bald rausfinden, Kumpel, weil Sie nämlich alle ausschalten müssen. Aber bitte geräuschlos. Ich bin in der Nähe Ihrer Position. Bis gleich. Problem ist aber, wir haben hier auch eine Kamera. Das ist überhaupt nicht geil. Und der Zivilist da, oder die Zivilistin, die nervt auch rum. So, jetzt könnte das theoretischerweise gehen. Die Frage ist nur, sieht er uns dann? Gehen Sie weiter. Fuck, wie kann ich den jetzt ausschalten? Wo macht denn der hier nicht? Okay. Wurde mir halt nicht angezeigt. Ich will einfach nur den ziehen. Ich hoffe, dass... Scheiße. Hier ist, glaube ich, der tote Winkel. Jensen, wie kommen Sie voran? Kein Glück bisher. Einer muss die Zugangskarte haben. Durchsuchen Sie sie. Ich würde den halt gerne hier in dieses Zimmer reinziehen, damit er nicht doch noch gesehen wird von irgendjemand. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, bevor die Kamera wieder da ist. Puh. Leichter als gedacht. Ja. Dann kann er nämlich schon mal nicht mehr gesehen werden. Jetzt kann ich die Kamera auf gar nicht auch ausschalten. Oh, geil. Viel Hacker-Software. Das haben wir schon gelesen. Schalten wir die Kamera mal aus. Also ich glaube zumindest, dass das damit geht. Oh, hier ist Level 5, sehe ich gerade. Oder wir gehen noch über den Weg. Oh nein, ich werde trotzdem entdeckt. Aber ich denke, bei 20 Sekunden Zeit sollte das kein Problem sein. Yo. Gut, oh, das sind viele Kameras. Die können wir alle ausschalten. Sehr geil. So, jetzt sollte man ein bisschen mehr Ruhe haben, wenn wir die restlichen Typen da platt machen wollen. Ich werde Zone verlassen, ich habe auch nichts gemacht. Oh fuck, hier drüben ist auch schon eine Sperrzone, aber erstmal lesen wir das PDA. Don McGowan, Mr. McGowan, laut der gegen die Safe Harbor oder Harbor Konferenz ausgesprochenen Drohungen könnten eine Form des Angriffs vergiftete Speisen und Getränke sein. Wollen Sie wirklich, dass die weniger wohlhabenden Bürger Londons an vergifteten Lebensmitteln sterben, die vom Apex Center gespendet wurden? Guten Tag, Sir. Chief, Liam, irgendwas. Ursprüngliche Nachricht. Chief, ich verstehe zwar die Sicherheitsbedenken, aber mir ist nicht klar, inwiefern die Vernichtung von Speisen und Getränken im Wert von mehr als 100.000 Credits irgendjemanden helfen soll. Wir hätten das ganze Zeug einer Essensausgabe spenden sollen. Ja, das wäre komisch dann. Gut, das ist leider schon böses Gebiet. Falls er sich selbst glaubt. Möchte auch ein Hub. Ach nee, ich möchte doch kein Hub, sorry. Falls er sich selbst glaubt. Oh Gott, das sind ja so viele. Guckt euch das an. Ich soll alle platt machen, ohne dass ich davon erwischt werde. Wie soll das denn gehen? Wenn ich hier anfange zu klettern, wird auf gar nicht schon die Scheiße am Brennen sein, oder? Können wir uns das Risiko leisten? Ich bin für Isolieren oder Zurückbau. So, der Typ kann uns nicht sehen. Oh Gott. Wie unrealistisch und unlogisch, aber ich nutze die Mechanik des Spiels einfach mal aus. Wieder eine Wache eliminiert. Nichts. Suche weiter. Verstanden. PDA, geh an.
Harmos Apex. Meine Herren, angesichts des derzeitigen Sicherheitsrisikos haben wir beschlossen, den Empfang auf die untere Etage zu beschränken. Das Mezzanin ist gesperrt. Der Zugangscode ist 1515. Bitte sorgen Sie dafür, dass ich niemand erwarte. Vielen Dank. Ich würde den gerne mal hierher ziehen. Hä? Okay, so richtig verstecken können wir ihn nicht. Wofür das hin? Ich glaube, den anderen Typ können wir so oder so platt machen. Ja. Da gehen wir nochmal zurück, weil der hat, glaube ich, nichts gesehen von der Seite aus. Sage ich doch. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber als ob wir nicht in seinem peripheren Blickwinkel wären. Vor allem, wenn es augmentierte, also verbesserte Leute sind, dann würden die uns auf jeden Fall mitbekommen. Aber egal. Natürlich wird der Letzte das wieder haben. Wieder eine Wache eliminiert. Nichts. Suche weiter. Verstanden. Aber ist doch schon mal ganz positiv, wenn wir Wachen eliminieren. Das bedeutet ja automatisch, dass ja weniger falsche Wachen unterwegs sind. Von daher ist es ja nicht so schlimm. Oh, scheiße, ich bin ja im Berggebiet. Fuck, daran habe ich nicht mehr gedacht. Oh, das war dumm von mir. Wir dürfen nicht gesehen werden. Und ja, ich habe irgendwie nicht dran gedacht, dass er uns ja hören kann. Deswegen bin ich da zu voreilig gewesen. Sorry. Aber das wird mir nicht nochmal passieren, weil bisher waren die Wachen ja eher einfach. Gut, ich glaube, wenn ich jetzt ganz weit links bin, sieht er mich wieder nicht, weil ich wieder nicht im peripheren Blickwinkel bin. Sehr gut. Ist so doof, oder? Wie nah ich rankomme gerade. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Okay. Dass hier noch jemand kommt, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Das bedeutet dann logischerweise, dass wir auch die Leiche wegziehen müssen. Ich bin sicher, dass uns jemand auf der Spur ist. Gut. Aber bleib schussbereit, wenn wir auffliegen. Ich kenne den Plan. Er ist extrem, aber er muss gemacht werden. Sehe ich auch so. Oha, er geht sogar weiter. Fuck, man. Das wäre mir fast lieber gewesen, wenn er stehen geblieben wäre. Wobei, wenn er da jetzt stehen bleibt... Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Ganz toll, großer Dreck. Aber vielleicht kann ich ihn so auch hierher locken und dann bewusstlos schlagen. Mal gucken. Komm her. Macht er das oder geht er wieder runter? Es kann auch sein, dass er wieder runter geht, ja. Wieder eine Wache eliminiert. Nichts. Suche weiter. Verstanden. PDA? Wie haben die denn alle PDAs? Ivan, wir haben den Sicherheitsraum in der Empfangshalle unter Kontrolle. Dein Team hat ab sofort also Luftunterstützung. Alle Kameras in diesem Bereich gehören uns. Falls du auf sie zugreifen willst, gib am Kontrollterminal einfach Arcturus ein. Komm, du musst ganz so... Hä? Ich würde ihn halt gerne mal ganz wegziehen von der Treppe, weil es irgendwie immer noch ziemlich auffällig ist. Was ist denn das? Haben wir ihn jetzt an einem Seil oder? Ist er ein Tick weiter oben? Vielleicht kann ich ihn jetzt besser ziehen. Ja. Komm doch. Oh mein Gott. So, dann bleib hier liegen. Weiter geht's. Oh, das sind echt viele, aber gut. Macht halt einfach Sinn, die zu plätten. Geht erstmal niemand. Tür ist wieder geschlossen. Sehr gut, da kann uns niemand sehen. Hier ist ja auch noch Sperrgebiet, sehe ich gerade. 19 Meter. Werden wir mal gucken, ob wir den als nächstes erwischen. Da scheint er auf der Ebene hier zu sein. Ach nee, der ist unten. Ach nee, da ist er ja. Stimmt. Sehr gut. Wieder ein PDA. Ich glaube, den können wir ja liegen lassen, oder? Sieht zumindest jetzt nicht so dramatisch aus. Dramatik? Dramatisch? Sturmflut! Ich habe das Schloss an der Tür zum Catering-Bereich neu programmiert. Xander hat eine Zugangskarte, falls du rein musst. Er passt auf die Gäste in der Empfangshalle auf. In der Empfangshalle. Aha.
Das ist natürlich geil, wenn es da noch eine Wache ist, die mitten im Trubel ist. Ich weiß nicht, ob ich die unauffällig ausschalten kann. Aber wie gesagt, eigentlich ist es nicht schlimm, wenn wir auch die anderen machen, platt machen. Dann müssen wir nachher, wenn es irgendwas mal zu dem Kampf geht, wahrscheinlich nicht gegen die kämpfen. So, hier können wir wieder normal laufen. Ach. Ja, stimmt. Dadurch, dass wir diese Information bekommen haben, durch das PDA, haben wir jetzt auch die direkte Markierung, wo der Typ ist. Der scheint ein bisschen abgeschieden zu sein. Das ist schon mal ganz gut. Geil, wie die Zivilisten das nicht mitbekommen. Wieder eine Wache eliminiert. Nichts. Suche weiter. Verdammt, ich dachte, der wäre markiert, aber wie ich sehe, diese Markierung ist ja überall. Ich will leben. Scheiße. Okay, es hätte also nicht passieren dürfen. Na gut. Muss also wirklich so passieren, dass die Zivilisten das auch nicht sehen, sonst drehen die durch und rufen die Wache. Fuck, Mann, das wusste ich nicht. Ja, das macht die ganze Geschichte natürlich deutlich schwieriger. Also die Zivilisten... Ach, Moment, wir haben hier ein Klo. Das heißt, wir sollten die Leiche irgendwo hier drin verstecken. Am besten halt hier. Na gut, dann müssen wir mal warten, bis der Typ da weg ist. Ich glaube, bei den Frauen gehen wir nicht rein. Idiot, geh weiter. Ich soll hier jemanden für ein Interview treffen. Aber nicht vor dem Fenster. Was ist eigentlich mit... Oh, das ist ja auch eine Wache. Fuck, Mann. Hätte ich ihn doch platt gemacht. Ich bin ganz seiner Meinung. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Verdammt. Na egal. Der andere wieder geht, dann kann ich den da reinziehen ins Klo. Hoffe ich zumindest. So, ich glaube, das passt jetzt. Das müsste weit genug weg sein, ja. Hoffen wir mal, dass die zwei verrückten Dauerpisser da drin im Klo sich irgendwie merken, dass da jemanden reinziehen will. Ich bin am Verhungern. Wieder eine Wache eliminiert. Nichts. Suche weiter. Ich speichere hier mal mit einem anderen Speicherstand. Sicherheitshalber nicht, dass sie dann doch den noch sehen. Auf dem Frauenklo. Ach, sind überhaupt keine Frauen dabei, oder? Bei den. Über uns. Hey, sind die. Oh, sorry. Bei den. Terroristen sind gar keine Frauen dabei, merkwürdigerweise. Ah, wie kann man den jetzt platt machen, ohne dass die anderen das mitbekommen? Ach, okay, da geht weiter. Wir haben ja Glück und da geht der hinten noch lang, irgendwie. Also wird auf jeden Fall irgendeiner von denen sein, die hier drin rumlaufen. Eingangshalle, Empfangshalle, keine Ahnung. Könnte auch sein, dass es... Ja, genau, geht da lang. Könnte auch sein, dass es jemand ganz bestimmtes ist. Wenn ich mich besser auskennen würde, dann... wüsste ich das, aber... Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sich die Idee der isolierten Städte durchsetzt. Aber ich scheine in der Minderheit zu sein. Erwarte Befehle. Over. Warum geht er denn wieder hier lang? Verdammt, ich dachte, er geht hinten lang. Zum Glück scheint kein Timelimit zu geben. Ist der immer wieder das Gleiche? Ja, ist immer wieder das Gleiche und es erscheint magisch in seiner Hand. Vielleicht hat Marchenko Funkstille angeordnet. Ich hoffe mal, es klappt. Wieder eine Wache eliminiert. Tavos Apex. Meine Herren, angesichts des derzeitigen Sicherheitsrisikos haben wir beschlossen, den Empfang auf die untere Etage. Achso, das haben wir schon gehabt. Nichts. Suche weiter. Verstanden. Unter uns? Ah, da ist auf dem Klo, wie es aussieht. Das sollte doch von Vorteil sein für uns. Die haben sie noch nicht gefunden, die Leiche. Der scheint eine schwache Blase zu haben, der ist ja ständig auf dem Klo, also schon wieder zumindest. Ich bin am Verhungern.
Ich habe die Codekarte und bin gleich im Catering. Gleich. Hören Sie mich? Jensen, sind Sie da? Die Treppenhäuser waren voller Stadtverdrähte. Sind Sie okay? Waren das die Bomben? Nein, negativ. Nur kleinerer Scheißkram. Mir geht's gut. Ich muss an den Trümmern vorbei. Wird ein bisschen länger dauern, Sie zu erreichen. Keine Sorge, alles im Griff. Seien Sie vorsichtig. Okay, aber Jensen, wir hatten Glück, dass ich nicht alles ruiniert habe. Schön, dass der Typ, der da gepinkelt hat, das nicht gemerkt hat, dass direkt auf seine Füße ein bewusstloser Mann gefallen ist. So konnten wir den dann noch ohne Problem... Und eine Waffe da liegt, das lag ja auch noch da, eine Waffe, eine Schusswaffe, verdammt nochmal. Und konnten den dann noch zu dem anderen ziehen, ins Klo, Sicherheitszugangskarte, sehr schön. Dann war das also der, na gut. Das heißt, die Empfangshalle muss gesichert sein, bevor sie vorrücken, Mann. Ich kann es nicht glauben. Was ist jetzt der Plan, alle... platt machen, wie ich mir schon gedacht habe, oder? Alle Wachen lautlos neutralisieren. Ja, es ist auf jeden Fall ein Sekundärziel. In der SZ mit Liam Slater treffen. War das einfach nicht möglich, den zu treffen, oder... ist es so programmiert, dass man es nicht kann? Ich glaube, ja, jetzt einfach noch die anderen drei platt machen. Sicher, sicher. Das ist ja auch relativ einfach gewesen. Ach scheiße, ich dachte, hier geht's rein hier hinten. Ja, ich dachte, ich komme hier über den... Mal gucken, wetten wir, das klappt, dass ich hier über den toten Winkel reinkomme. Nee, doch nicht. Zum Empfang geht's in die andere Richtung. Sorry. Ich glaube, es ist leichter, oben lang zu gehen und den von hinten platt zu machen. Irgendwie da hoch. Komme ich von hier da hoch? Ja, sehr gut. Es sind zwei auf einmal, die labern gerade miteinander. Ah, jetzt trennen sie sich. Eine geht nach rechts, sehr gut. So geil, wie man die zieht. So unlogisch, unrealistisch. Nice. Sturmflut. Ja, das hatten wir schon. Oh. Ja, kommt wieder. Glücklicherweise habe ich die Leiche, das will ich immer sagen, habe ich den Bewusstlosen so weit weggezogen, dass er ihn nicht sehen kann. Hier platt, den müssen wir auch nicht wegziehen. Oh, aber auf Garant die auch wieder ein PDA, das wir schon kennen. Im Keller die Kistenweise, ja, Kistenweise Rion de Auvergne. Dieser Braun hat keine Kosten gescheut, was? Egal, kannst du mal runterschauen und uns sagen, wie wir das Zeug am besten unter die Leute bringen? Ja, sage ich doch, dass das Zeug vergiftet ist. Aber auf mich hört ja niemand. Warum sagt denn der das nicht? Fuck! Oh, das wusste ich nicht, dass der genau jetzt guckt. Ja, also das haben wir doch eigentlich in so einer E-Mail gelesen, dass die das über die Getränke machen wollen. Ich verstehe nicht, warum Jensen, der diese extra Information ja jetzt bekommen hat, weil ich das quasi mit ihm gelesen habe, warum er da nicht einfach entsprechend mitteilt. Oh, hoffentlich geht er nicht bis darüber. Ich glaube, da geht nur bis hier vor und dreht dann wieder um. Ja, da geht nicht mehr bis ganz nach oben. Oh mein Gott. Habe ich gar nicht mitbekommen gehabt, als ich unten war, dass er hochgeht. Oh, was ist los? Das ist doch unmöglich. Innerhalb von 3 Sekunden oder was? Der war noch nicht mal richtig unten und stand wieder davor. Da hat er sich wieder rumgedreht und wollte hochkommen. Wieso das denn? Ich kriege Durst, wenn ich den dauernd beim Trinken. Diesmal gehe ich nicht so weit weg.
Oh, wir sind noch relativ weit weg, aber wir können ihn schon platt machen. Gut. Mal eine andere Möglichkeit. Okay, Mac, ich habe alle Einheiten in der Empfangshalle neutralisiert. Bereich ist gesichert. Verstanden. Rücke jetzt zum Catering-Bereich vor. Sollte eine Situation eintreten, die Sturmflut gefährdet, zögert nicht, tödliche Gewalt einzusetzen. Kollateralschaden spielen keine Rolle. Wir dürfen nicht scheitern. So, ich glaube, wir machen hier erstmal einen Cut, bevor wir jetzt den nächsten Punkt angehen. Und ich denke, ich werde auch direkt noch eine Aufnahme machen, bevor noch einen schönen heißen Tee zubereiten. Und dann bin ich... Wer will denn mit mir reden? Wer denn? Ich verstehe, warum Sie diese Stadt für eine gute Idee halten, aber Sie irren sich. Egal. Ja, schöner heißer Tee, und dann werde ich direkt noch eine Folge aufnehmen, weil ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch auch so sehr gefällt. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis hoffentlich morgen. Tschö, tschö.